Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zu einer weiteren Folge Trials Rising im Multiplayer mit mir alleine. Denn ja, es gibt weiterhin keine Custom-Sachen, das heißt, ich spiele einfach noch ein bisschen für mich. Wir gucken uns noch die Strecken an. Ich hoffe, dass ein paar neue Strecken noch drankommen. Ich hätte euch gerne den Singleplayer gezeigt. Beziehungsweise, also ich hätte euch nicht gerne den Singleplayer gezeigt, sondern ich hätte euch gerne über den Singleplayer die Strecken gezeigt. Beziehungsweise wäre sie auch einfach gerne selbst gefahren über den Singleplayer. Das Problem ist, dass der Singleplayer aktuell verbuggt ist und bei einer Strecke kann man ihn einfach nicht beenden. Man kommt als erster ans Ziel, hat allerdings die Aufgabe, dass man einen bestimmten, also dass man seinen Opponent besiegt und der Contract fällt einfach irgendwann, weil der nicht mehr weiterfährt oder so. Da gibt es einen Sprung. Und bei dem Sprung geht's dann früher oder später nicht mehr weiter. Ach nein, nicht so schnell. Ja, hier hätte ich jetzt schneller fahren sollen. Da hatte ich Glück, dass ich kurz davor nicht gefailt habe. Aber irgendwie langsam geworden bin, aus irgendeinem Grund. Aber irgendwie sind die anderen hier gerade schneller als ich. Warum denn? Hört auf, schneller zu sein! Alter, mein Motorrad gibt nicht mehr richtig Gas. Hallo? Wieder Gas geben, bitte. Haben die die haben bestimmt ein anderes Bike als ich. Sieht man das am Ende? Ich weiß es nicht genau. Aber das könnte, würde erklären, warum die... Oder... Oder woran lag es? Woran lag es, dass die so viel schneller waren als ich? Die haben mich ja alle eingeholt. Ich war ja an der... Was passiert denn jetzt? Einmal Zeitlupenrennen. Sah auch ganz witzig aus. Aber das sollte nicht in der Sache sein. Ja, der ist ein kleinen Ticken weit. Oder lag es daran, dass ich mich falsch gelehnt habe? Das kann doch eigentlich nicht, oder? Ja, okay, für die Fans. Aber es hat nicht so ganz geklappt mit für die Fans. Sehe ich das jetzt hier am Ende, wer welches Motorrad hatte? Nein, oder? Nee, schade. Hätte mich jetzt interessiert, ob ich in Anführungszeichen das Falsche hatte. Nee, ich will wieder das... Wobei, das hatten wir das schon? Bin mir nicht ganz sicher. Rally of the Kings hatten wir auf jeden Fall schon. Das ist diese Strecke mit dem Stein, bei dem ich es verkackt habe, dass man da warten muss. Und die hier weiß ich gerade nicht. Gerade bei den ganzen einfachen bis Medium-Strecken, da gibt es ja ein paar von... Alle habe ich davon eben auch noch nicht sehen können, dadurch, dass der Singleplayer nicht geht. Und deswegen würde ich die grundsätzlich gerne sehen. Die hier habe ich selbst auf jeden Fall schon gesehen. Aber hatte ich die in der Aufnahme? Auf jeden Fall verkacke ich hier hart. Oh no. Schon wieder Vierter. Die Gegner sind gar nicht so übermäßig viel besser als ich. So richtig, richtig gut. Aber ich verkack's halt trotzdem gerade. Hallo. Hoch da. Was ist denn jetzt los? Ich weiß, dass ich den Sprung hier normalerweise... Also die Strecke bin ich schon gefahren. Hallo. Einfach mal hier hoch. Ich komme nicht ins Ziel, weil ich den einen Sprung so krass... Das gibt es doch nicht. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Wie habe ich das jetzt hinbekommen, dass ich die Strecke so hart verkackt habe?
Ich möchte hier skaten, aber es wird wieder. Na, vielleicht wird es die Skate-Strecke. Mal schauen. Jetzt muss ich mal aufpassen, welche Strecke ist. Aber jetzt geht eine in den Vordergrund, genau. Und es wird die andere. Also mir kann keiner erzählen, dass das so intended ist. Dass die eine groß aufploppt und das eine dann links unten in der Ecke angezeigt wird, die dann gefahren wird. Weil die war es definitiv nicht, die ausgewählt war. Also, es hatten beide zwei Votes. Dementsprechend ist es ja grundsätzlich egal. Ich habe auf den falschen Charakter geguckt. Der eine Charakter sah so aus, als wäre er mein... Also, der sieht nicht so aus wie meine. Jetzt habe ich wieder zu schnell gemacht. Ob man da oben landen kann? Ja, muss man ja. Ach, ja, das war auch die erste Strecke, die wir in dem Part schon hatten eigentlich. Fällt mir gerade mal so ein. Hart verwirrt. Wo ich das Gefühl hatte, dass mein Motorrad langsamer ist. Wenn ich so einen Mist mache, ist es natürlich langsamer. Okay. Holt mich hier nochmal wieder einer ein, oder? Oh, komm schon, lass mich wenigstens dieses Mal ankommen und nicht hinten landen. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein paar hinten, also nochmal drei Strecken hinten dran. Denn es war nicht so richtig gut von mir. Bin mal gespannt, ob ich hier gleich wieder irgendwie auf dem anderen Platz angezeigt werde als auf dem zweiten. Grundsätzlich, ich meine, es ist Trials. Die ganze Steuerung etc. funktioniert ja so, wie sie soll. Weil, also für mein Gefühl her, haben sie da ja sowieso nichts dran geändert. Das kann täuschen, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr selbst gespielt habt, also vor allem viel gespielt habt, so Vorgänger, Nachfolger etc., ob es irgendwelche Änderungen, so steuerungstechnisch, in der Mechanik gibt. Also jetzt außer mal das Tandem, was sie eingeführt haben als neuen Spielmodus. Und wenn ihr übrigens das Spiel spielt, nehmt nicht den Depp. Macht euch nicht zum Deppen, denn das heißt er ja. Das wollt ihr nicht. Ich muss eigentlich meinen, ach, da hinten rechts stehe ich, okay. Wir nehmen mal die hier. Es gibt eh keine schwere Eiffel Tower. Hatten wir auf jeden Fall schon. Warum will denn sonst keiner? Was ist hier denn los? Jetzt bin ich mal. Anti-Cheat Peer Validation Challenge Respawn Timeout. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was das war. Habe ich jetzt ein Timeout? Nein. So, die Map ist vorne. Die Map spielen wir auch. Das ist doch schon mal etwas. Das ist doch schon mal etwas. Mal gucken, ob die Runde jetzt überhaupt losgeht. Weil wir hängen hier wieder in dem Bildschirm drin. Also so rein von der Mechanik her klappt das Spiel. Das war ja das, was ich eben sagen wollte. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, ob es irgendwelche neue oder andere Mechaniken gibt. Aber so vom Server her und den ganzen Einstellungen klappt es halt noch gar nicht. Ich meine, es sind auch noch, wir haben jetzt September. Ja, das heißt, wir haben noch Ende September, Oktober, November, Dezember, Januar und dann bis zum Februar haben sie noch einige Monate Zeit, um es hinzubekommen. Ja, mal schauen, ob sie das alles können. Ich meine, also hinbekommen. Zeit ist noch mehr als genug da. Aber trotzdem müssen das halt auch hin. Erstmal schaffen. Zumal ich auch nicht weiß, wie sie hier so manche Sachen so verkacken konnten.
Ich meine, Serverabbrüche sind ja schön und gut. Die können mal passieren, wobei die hatten wir ja noch nicht. Glaube ich, oder? Hatten wir schon Serverabbrüche? Glaube nicht. Das eben mit diesem Anti-Cheat-Döns war das erste Mal, dass wir sowas hatten. Aber auch selbst da ging ja die Runde danach los, interessanterweise. Also da hätte ich ja gedacht, okay, die Runde kann nicht starten. Oh shit, ich hätte auf den Zug warten sollen. Also auf die Waggons, nicht auf den Zug. Nicht oben anschlagen. Die Strecke ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also so rein vom Setting her ist die extrem cool gemacht. Nicht crashen. Okay. Ich lag zwar... Ach, wir haben auch nur... Wir sind nur zwei Mitspieler. Egal, ich habe so viel jetzt erzählt, dass ich das hier jetzt ungern nicht nehmen würde. Außerdem bin ich mal Erster geworden. Und das ist viel wert. Und die anderen bleiben hoffentlich drin. Ihr habt da wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Ich hatte nur am Anfang eben geschaut, dass die Leute standen in dem Anfangsbild, standen sie noch drin. Und deswegen dachte ich, ja okay, es hat ja scheinbar doch geklappt mit dem Connecten. Jetzt bin ich alleine, sehe ich das richtig? Wir fahren die Strecken jetzt zu Ende. Das ist mir jetzt egal. Nehmen wir es einfach als Singleplayer. Also es hat einfach tatsächlich noch Probleme, das Spiel. Das muss man so sagen. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es die schon gibt. Ich hätte auf der Gamescom zum Beispiel gesagt, es spielt sich schon ziemlich fertig. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, dass es hier Fehler hat. Das ist eine Beta. Die ist ja im Gegensatz zu dem, was immer viele denken oder viele gerne hätten, dass es eben einfach so wäre, ja, Beta ist dafür da, dass ich schon meinen Spaß habe. Ja, natürlich sollte man auch in der Beta schon seinen Spaß haben. Alles andere wäre irgendwie blöd. Aber grundsätzlich ist eine Beta auch dafür da, dass der Publisher, beziehungsweise nicht der Publisher, sondern der Entwickler seine Spiele testen kann. Und da passieren dann halt Fehler. Was übrigens dann, wenn das nicht dafür da ist, dass der Publisher seine Spiele testen kann, dann wär's eine Demo. Ich weiß nicht. Okay. Wir spielen das Ganze wohl nicht mehr fertig. Aber ich habe gerade so viel erzählt, dass wir jetzt auch einfach mal diesen misslungenen Part nehmen. Es zeigt auf jeden Fall, sie müssen am Spiel noch arbeiten. Wie gesagt, das ist vollkommen okay. Technisch, beziehungsweise also von den Fahrmechaniken, klappt es alles gut. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich da irgendwas getan hat zum Vorgänger. Wie gesagt, ich weiß, dass das Tandem reinkommt. Das haben wir hier jetzt noch nicht. Es ist irgendwo im Singleplayer, konnte man es irgendwo mal auswählen, beziehungsweise war es in der Auswahl schon drin, war aber ausgegraut, dass man es noch nicht nehmen kann. Ansonsten, wie gesagt, ja, es war jetzt das erste Mal, dass ich richtig Probleme hatte in so einem Multiplayer-Match, dass es gar nicht bis zum Ende kam. Das heißt, es klappt eigentlich schon ganz gut. Es gibt noch Fehler, gerade auch das, was ich über den Singleplayer gesagt habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass das alles gut wird. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich spiele noch ein bisschen weiter, werde auch noch ein, zwei Folgen machen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.